Also, was passiert, wenn wir Smart Government einführen? Smart Government bedeutet, dass wir die Verwaltung völlig anders denken. Wir beginnen bei den Daten zu denken. Wie kommen wir zu den Daten? Wie werten wir die Daten aus? Wie verknüpfen wir die Daten? Wie schaffen wir neue Lösungen für unsere Bürgerinnen und Bürger mit diesen Daten, die zur Verfügung stehen? Das bedeutet gleichzeitig aber auch, wir brauchen einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Daten. Wir müssen lernen, was wer mit diesen Daten anstellen darf, und da ist der heutige Datenschutz nicht darauf vorbereitet. Smart Government hat auch eine Führungskomponente. Die Führungskomponente von Smart Government bedeutet, dass die Führungskräfte verstehen müssen, was Smart bedeutet. Sie müssen die Technologie verstehen. Wenn wir von Blockchain sprechen, müssen Sie verstehen, was Blockchain konkret bedeutet für die Organisation, welche Auswirkungen das finanzieller Art hat, was das bedeutet für die Technologie. Da kann man nicht einfach eine strategische Entscheidung fällen, ohne zu wissen, worum es geht. Führungsstile werden sich verändern. Wir können mit der Digitalisierung im Smart Government nicht mehr rein hierarchisch führen. Wir werden viel partizipativer führen, wir werden viel mehr mit neuen Medien kommunizieren, wir werden uns lösen müssen von der Vorstellung, dass die Vorgesetzten die sind, die am meisten wissen. Das bedeutet Smart Government. Große Transformation, große Veränderung.